So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23. Wir machen heute weiter mit dem Heimspiel gegen AS Rom. Im Spiel haben wir auch eine Heimniederlage kassiert. Das haben wir jetzt genauso wieder kassiert. 0:1 gegen Eintracht Frankfurt. Ja, 0:1 gegen Eintracht Frankfurt verloren und jetzt. Die Bayern haben aber auch verloren, das ist der Vorteil. Ist mal gut für uns. Und jetzt möchte ich gerne die Roma aus der Champions League befördern. Mal schauen, was dürfen. Ach. Warte mal. Hab ich jetzt einen Fehler gemacht? Arimbi würde ich gerne reinsetzen. Ab mal Stavilidis und Lemperle. Ja, ein bisschen rotieren, weil das nächste Duell ist dann Düsseldorf. So, okay, gehen wir gleich rein ins Match. Heute sollten wir vor allem auf Raúl Albiol achten. Denn der ist nach der Verletzungspause wieder da und darf von Anfang an ran. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live. Liebe Zuschauer, willkommen zu diesem Spiel heute Abend. Das Wetter könnte kaum besser sein. Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen auch heute wieder ihre Kommentatoren. Und es geht heute um das Rückspiel im Achtelfinale. Und man spürt an der Atmosphäre hier, das ist ein besonderes Spiel für alle Beteiligten. Ja, die Gastgeber konnten das Hinspiel klar gewinnen, gehen daher mit einem deutlichen Vorsprung in dieses Rückspiel. Ich weiß nicht, ob da noch was geht, ob sie das noch mal aus der Hand geben. So, also wie gesagt, Hinspiel 5-0 in Rom. Eigentlich sollte es das Weiterkommen in der Champions League sein, ein einziges Viertelfinale. Aber vielleicht. Nee, ich will es mir gar nicht ausmalen. Wenn wir hier noch recht rausfliegen, dann hat der Fußball, mag der Fußballgott mich überhaupt nicht. Aber mal schauen. So tritt der Gastgeber in dieser heutigen Partie an. Herzstück dieser Formation ist natürlich das Mittelfeld heute. Ja, im Ich habe 4-4-2 gesagt, ein bisschen Verlauf sind durchrotieren sie wollen. im Grunde da in der Zentrale ganz gut aufgestellt und es bieten sich ja auch noch die Möglichkeiten, da über außen gefährlich zu agieren. Hier kommt die Aufstellung der Gäste. Im Tor ist Jordan Pickford. John Stones spielt zusammen mit Stefan Savic in der Abwehr. Juri Tielemans steht neben Jorginho in der Mitte und sie fangen hier mit drei Stürmern an. Ja, die Richtung ist klar. Sie wollen richtig offensiv spielen. Natürlich, klar. Rom hat viel zu verlieren. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Also, beziehungsweise viel zu gewinnen und nichts mehr zu verlieren. Das Hinspiel ist zu eindeutig, aber wie gesagt, im Fußball soll schon einiges passiert sein. Mal schauen. Ab. Jan-Peter Arp. Unaufhaltsam. Franke kommt weit. Ha, das ist eine gute Annäherung. Ich denke mal, wenn die ein, zwei Tore fallen, Erstmal wird das Gefahr wahrscheinlich das bereinigt. Ende sein. Aber wie gesagt, ist alles schon möglich gewesen.
Es ist erst durch, wenn der Schiedsrichter abpfeift und wir am Ende das gesamte Ergebnis sagt. Jetzt ist er wieder da. Viele im Verein sagen, endlich ist er wieder da. Sie haben ihn vermisst. Haben seine Spielstärke, seine Impulse vermisst. Buschi, was meinst du? Ist er schon wieder der Alte? Ja, das ist ja die große Frage, Wolf. Also ich traue es ihm zu. Ab. Dann sehr, sehr gute Trainingseindrücke. Und Tor! Wichtiges Tor. Er macht die frühe Führung. Ja, Fiete ab. 1-0 Bayreuth. War der überhaupt abgefuckt? Das sah mir ziemlich komisch aus, wenn ich ehrlich bin. Also man. Oder? Nee, da war keiner mehr drin. Der passt einfach mehr als genau. Ja, wieder ab. Tor Nummer 2 in dieser Champions League-Saison. Gesamtspielstand also jetzt 6-0. Weiter geht's. Dybala. Ja, 1-0 ist jetzt natürlich gut. Mit dem Ball jetzt Gonzalo Guedes. Da trennt er ihn fair vom Ball. Schöner Rück. Das könnte vielleicht was werden. Hereingabe in die Mitte. 6-0. Entschuldigung, 7-0 sogar. Zweites Tor. 16. Ja, das sollte eigentlich jetzt das Weiterkommen sein. Leppert war es uns. Die Flanke kommt rein und dann einfach eiskalt abgezogen. Der Volley ist nicht zu halten, ist ein tolles Tor. Savic, Stellungsfehler. Leppert läuft in seinem steht am Rücken ganz alleine. Und ab damit ins Eck. Rennen ins Glück. 2-0. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Oh, gerade geht es raus. Wahrscheinlich angeschlagen. War von der Verletzung. Ist vermutlich eine Verletzung. Das wurde gerade kurz vor dem Konter noch angezeigt, das ist eine Verletzung. Eindruck. Die Nummer 26, Tim Lange. Die Gäste wechseln. Ulrich. Kein Abseits. Jetzt nimmt das Ab. Mit allen auf. Noch die Chance. Voll Tor. Und ich glaube, nach 21 Minuten ist das Ding mehr als durch. Novo. Und dann schlagen sie doch noch zu. Das ist nochmal die Wiederholung des Treffers. Wir sehen zunächst mal diese klasse Parade. Und dann haben sie eben Pech, dass der Ball zurückkommt. Nochmal heiß ja, wird. Ja, ich muss den Keeper. Und dann fällt das Tor. Und mit dem 3-0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Dybala. Dybala verliert den Ball. Ja, die Ball haben den Ball verloren, Lempale mit dem Konter. Der Torschütze zum 2-0. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Diesmal einer der Römer dazwischen. Savic. Iker Muniain. Jetzt ist Platz für den Konter. Und die Baller läuft da überhaupt nicht rund. Ja, wer lässt sich da etwas der kommt überhaupt nicht in den, in den Dings, kann überhaupt nicht sein Tempo aufbauen. Lempale. Fängt diesen Ball ab. Gabriel. Ball bei Jorginho. Auch Jorginho gar nicht, überhaupt nicht in den Zweikampf. Er gibt den Ballbesitz ab. Dybala. Wilfried Zaha. Zaha. Dybala hat ihn wieder. Dybala. Ballverlust auch in B. Ah, Gabriel, gut dazwischen. Im Hinspiel sehr, sehr schwarzer Tag mit zwei verursachten Handelfmetern. Und Tillmanns. Dybala. Tillmanns aber. Arembi. Jorginho. Und der nächste Konter ab. Ball abgefangen nach diesem Steilpass. Bisschen zu lang, Pickford draußen. Dybala. Guter Ball. Kein guter Pass.
Ich meine, das Ding ist entschieden. Da wird wahrscheinlich nichts mehr passieren. Gabriel. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Und Lepperle hat nochmal eine gute Chance. Den nutzt er. Fehler, Gabriel. Tor, Lepperle. Eiskalt macht er hier das Tor aus kürzester Entfernung. Ja, wer will. Sache zum Thema schwarzer Tag und so, ne? Jetzt. Du sagte mit diesem Fehler den nächsten Gegentreffer. Der sonst wahrscheinlich nie gefallen wäre, zumindest nicht in die Zeit. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Wir hören den Pausenpfiff. Und damit war es das hier also in diesem ersten Spielabschnitt. Gleich geht es hier wieder weiter. So, wie gesagt, gleich gibt es die zweite Halbzeit. Anpfiff und los geht's. In diesem Champions League-Spiel. Wie gesagt, nochmal, ist es eigentlich mehr oder weniger entschieden. Also 9-0, das wird Rom nie und nimmer holen können. Da bin ich mir fast sicher. Und damit pfeift er die zweiten. Also Rom muss, um in die Verlängerung zu kommen, heute auf jeden Fall noch 9 Tore schießen. Weil Auswärtstordifferenz gibt es nicht mehr. Sie müssen jetzt schauen, dass sie sich relativ achtbar nach Hause fahren, oder wird heute sogar zweistellig. Zumindest, jo, passt. Nächster Treffer, 10-0. Das ist jetzt nur noch ein Trainingsspiel für sie. Ja, ich denke mal, selbst wenn Aubameyang aufhören würde, ich glaube, wir haben noch ein paar Leute, die in der Hinterhand, die sich durch und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehen, die seine Nachfolger antreten werden können. So. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Jetzt steht's 5-0. Übrigens, das, was auch im Hinspiel passiert. Ich weiß nicht, wieso die Roma so einen schwarzen, rabenschwarzen Tag heute. Also, diesen direkten Duell mit Bayreuth erwischt hat. Aremi. Muniain. Ja. Spielt der Ball zum Gegner. Und der nächste lange Ball. Jetzt wird das frühe Stören so perfekt eingesetzt wird. Dann wird es eng. Früh wird er jetzt gestört. Und hat ihn in der Hand. Nächster Konter. Jan Fiete ab. Gute Balleroberung. Ja, war mal ein Fehlpass. Meiner statt nach vorne zu kommen. Aber die Römer kriegen es auch nicht gebacken. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ja, wieder Ballverlust. Bravo. Wir haben jetzt noch 25 Minuten und steht dieses, das Hinspielergebnis steht Platz jetzt schon wieder auf der Anzeigetafel. Chance für Muniain. So wird das und Mattel mit dem Tor, der Torhüter ist da. Sie wechseln jetzt. Ja, Rom wird jetzt wechseln. Ecke von Dybala. Ah, halbherzig, das ist nach wie vor gefährlich. Und der nächste Konter. Ab, der mit Tempo auf den Verteidiger zugeht, der aber gut steht. Ugarte, gerade eingewechselt, steht perfekt und kann diesen Ball erlaufen. Fischer. Ja, gutes nicht Technik. Gut dazwischen gegangen jetzt. Thielemans. Saha. Sie können kontern. Aber jetzt ist die Gefahr bereinigt. Ball ist weg. Oder Rembi. Ohne Probleme. Ja, Ballverlust. Aber Schelderup bleibt dran. Jan Fiete ab. Stafelidis. Da ist die Flanke.
Nee, das wird nichts. Und ich glaube, das war Savic, der noch irgendwo damit dran war. Nö, war es nicht. Gefährlicher Steilpass. Ball kommt gut. Ja, ich glaube, so. So wirklich einen Konter braucht man nicht mehr. Lemperle. Pickford ohne Probleme. Pickford nach Lemperles Durchstecker. Zumindest versucht er. So, was gibt da? Also er wird gelb geben. Ne, gibt gar nichts, okay. Schiri lässt ihn da ohne Karte davon kommen. Warum auch immer. Meine Meinung nach wäre das mindestens eine gelbe geworden. Ist jetzt auch nicht viel entscheidend, muss ich sagen. Das ist jetzt tragisch. Gefährlich. Der Freistoß war nicht besonders gut. Schade, wir waren ein bisschen zu tief jetzt gerade, ja. 8 Minuten jetzt noch. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. So, wer hat jetzt die entscheidende Idee? Dybala. Sahar mit der Chance. Keine Gefahr mehr, gut gelöst. Und jetzt versucht man nochmal einen Konter zu setzen. Nochmal Doppelpass, sehr gute Idee. Stark, da sehen wir es wieder. Die kurze Variante. Machen Sie halbherzig, das könnte sich hier rächen. Es wird wahrscheinlich gar keinen Wechsel mehr geben, oder? Erstmal bereinigt. So, aha. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Ja, Ende. Wir haben den Schluss. Souveräner Sieg. In diesem Rückspiel. Keine Probleme sie mit den Römern. Also weiter. Über beide Spiele gesehen waren sie klar besser. Und so ist es logisch, dass sie in die nächste Runde einziehen. Und nach diesen Ergebnissen ist auch da noch einiges drin. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Man steht übrigens äußerst souverän im Viertelfinale der Champions League. 2x5-0 gegen die Römer. Haushoch verdienter Sieg. Barca gegen United 0-3. So. Barca raus im Achtelfinale. Die anderen Ergebnisse müssen wir noch gucken. So, liebe Leute, nächster Gegner ist Fortuna Düsseldorf. Und das sehen wir uns dann schon in der nächsten Folge an. Und dann sind wir dran an den Bayern, wie gesagt. Nochmal. Kurz mal gucken. Ne? Bis dahin. Tschüss.